So, wir sind wieder im 1-Battles-Kosmos und werden jetzt ein, ich glaube, kontroverses Battle schauen. Und zwar Benson gegen Treeforce. Auf jeden. Habe ich Bock drauf? Ich mache mal eben hier. Der gute alte Besonderklaus, ey. Zack, hier haben wir es. Benson gegen, wie hieß er jetzt? Auch direkt schon wieder vergessen. Geil. Ja, krass. Gut wieder aufpassen. Gegen Triforce, genau. Wir haben es halt vorhin schon gesagt, ich werde das Battle bewerten und Malte allerdings nicht. Und ihr kriegt auch eine Stimme. Ja, genau, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Baylor aus Homie-Gründen werde ich dann nicht bewerten. Ich werde natürlich was am Ende, ganz am Ende dazu zu sagen, so zu der Runde. Aber gibt keinen Punkt von mir, aber Punkt von eurer Seite gerne. Und Punkt von Tamo auch. Und rein da. Das Erste, was ich höre, ist, dass du Pause gemacht hast, um dich zu fragen, warum du Pause gemacht hast. Du klarer Fall vom Besser rausziehen, weil du aussiehst, wie du aussiehst. Zeigst du deine Fresse nicht, denn weil du das auch siehst, ist egal, ob nur von zu Hause oder bei irgendeinem Vibe, das ist immer gleich, er wird nie aufziehen. Irgendeine Mom hat dir Vocals gemacht, ich hab deine Ära-Parabel ins Koma geklatscht. Hab die Schlappe geboxt, weil sie mir den Hof gemacht hat und weil sie glaubte, dass ich sie mal bei mir wohnen lasse. Interessiert hier kein, dass du wirklich meinst. Du könntest mich besiegen, weil das wird nie und nimmer möglich sein. Du willst mir sagen, ich bin keine Sage, aber ich scheiß drauf. Häng dich einfach an der Leine auf. Häng dich einfach an der Leine auf. Häng dich einfach an der Leine auf. Dreimal gesagt, währenddessen sitzt du im Zug, schreibst alleine Texte und denkst drüber nach. Was reimt sich alles auf, my God? Was reimt sich alles auf, my God? Scheiß auf deine RBA-Vergleiche, Bro, das hier ist 2021. Mach mal Vibe, aber du kannst nicht, weil du zu weich und zu verkrampft bist. Digga, du schreibst eins, ich bin am Stammtisch. Ich hab Freunde, du versuchst zu punchen, denn du bist Neuling, doch ich hab Ansehen. Aber schon mal danke fürs Anmelden. Setz dich hin und lern, setz dich hin und lern. Würde ich zu dir sagen, aber aber leider, dass du dafür einfach zu behindert wärst. Du hast nur Texte bei Flow und Betonung ist für dich die Suche vergebens. Ich würde dir empfehlen, die letzten 2 Jahre einfach nochmal unter die Lupe zu nehmen. Setz dich hin und lern, setz dich hin und lern. Würde ich zu dir sagen, aber glaube leider, dass du dafür einfach zu behindert wärst. Du bist am Anfang, ihr Typ, lieber weiter, man ist uns egal. Wenn das war, was du die letzten 2 Jahre gemacht hast, dann mach das doch lieber normal. Boah, hab ich Knoblauchfahne, Alter. Das schneiden wir mit rein. So, Runde von Treeforce. Du bist also eine Sage, nur weil ich kaum einer kennt. Wie du bist Rapper, ich dachte du wärst nur ein älterer Fan. Was hier mal wirklich die Frage ist, kann man sich sagen, dass man eine Sage ist, wenn man seit Jahren der einzige Typ in der Szene ist, der mal bei VWT über seinen Namen spricht? Seit 2011 bist du immer dabei, immer mit anderem Namen, du Pisser, nenn dich doch das nächste Mal, interessiert keinen. Denn während andere Rapper versuchen sich über die Jahre zu steigern, bleibt der Benson nur konstant und hofft, die Gegner werden leichter. Der kennt wirklich keinen Spaß, wenn er battelt, der zieht die Brauen runter und nutzt telepathische Kräfte. Immer so weit runtergezogen, er fast schon am Boden. Benson, ich glaub dir, du nimmst ganz viele Drogen und bist ein harter Mann. Der härteste Gangster, er ballert die Zeile, denn es ist der Benson. Fang an zu rennen, siehst du auf der anderen Straße ne Man-Bun. Zeig ihm meine Beats und er sagt mir, wer ich bin. Hä? Beat, wer bin ich denn? Der Typ, der hier gewinnt. So, nochmal Benson. Das Erste, was ich höre, ist, dass du Pause gemacht hast, um dich zu fragen, warum du Pause gemacht hast. Du klarer Fall vom Besser rausziehen, weil du aussiehst, wie du aussiehst. Zeigst du deine Fresse nicht, denn weil du das auch siehst, ist egal, ob nur von zu Hause oder bei irgendeinem Vibe, das ist immer gleich, er wird nie aufziehen. Irgendeine Mom hat dir Vocals gemacht, ich hab deine Ära-Parabel ins Koma geklatscht. Hab die Schlappe geboxt, weil sie mir den Hof gemacht hat und weil sie glaubte, dass ich sie mal bei mir wohnen lasse. Interessiert hier kein, dass du wirklich meinst. Du könntest mich besiegen, weil das wird nie und nimmer möglich sein. Du willst mir sagen, ich bin keine Sage, aber ich scheiß drauf.
auf, häng dich einfach an der Leine auf. Häng dich einfach an der Leine auf. Häng dich einfach an der Leine auf. Dreimal gesagt, währenddessen sitzt du im Zug, schreibst alleine Texte und denkst drüber nach. Was reimt sich alles auf, my God? Was reimt sich alles auf, my God? Scheiß auf deine RBA-Vergleiche, Bro, das hier ist 2021. Mach mal Vibe, aber du kannst nicht, weil du zu weich und zu verkrampft bist. Digga, du schreibst eins, ich bin am Stammtisch. Ich hab Freunde, du versuchst zu punchen, denn du bist Neuling, doch ich hab Ansehen. Aber schon mal danke fürs Anmelden. Setz dich hin und lern, setz dich hin und lern. Würde ich zu dir sagen, aber glaube leider, dass du dafür einfach zu behindert wärst. Du hast nur Texte bei Flow und Betonung ist für dich die Suche vergebens. Ich würde dir empfehlen, die letzten 2 Jahre einfach nochmal unter die Lupe zu nehmen. Setz dich hin und lern, setz dich hin und lern. Würde ich zu dir sagen, aber glaube leider, dass du dafür einfach zu behindert wärst. Du bist am Anfang, jetzt üb lieber weiter, man ist uns egal. Wenn das war, was du die letzten 2 Jahre gemacht hast, dann mach das doch lieber normal. Da hab ich Knoblauchfahne, Alter. Das schneiden wir mit rein. Und noch einmal Treeforce. Du bist also eine Sage, nur weil ich kaum einer kennt. Wie du bist Rapper, ich dachte du wärst nur ein älterer Fan. Was hier mal wirklich die Frage ist, kann man sich sagen, dass man eine Sage ist, wenn man seit Jahren der einzige Typ in der Szene ist, der mal bei VWT über seinen Namen spricht. Seit 2011 bist du immer dabei, immer mit anderem Namen, du Pisser, nenn dich doch das nächste Mal, interessiert keinen. Denn während andere Rapper versuchen sich über die Jahre zu steigern, bleibt der Benson nur konstant und hofft die Gegner werden leichter. Der kennt wirklich keinen Spaß, wenn er battelt, der zieht die Brauen runter und nutzt telepathische Kräfte. Immer so weit runtergezogen, ja fast schon am Boden. Benson, ich glaub dir, du nimmst ganz viele Drogen und bist ein harter Mann. Der härteste Gangster, er ballert die Zeile, denn es ist der Benson. Fang an zu rennen, siehst du auf der anderen Straße eine Man-Bun. Zeig ihm meine Beats und er sagt mir, wer ich bin. Hä? Beat, wer bin ich denn? Der Typ, der hier gewinnt. So Leute, jetzt liegt es an euch. Was meint ihr? Hat euch Benson besser gefallen? Nummer 1 im Dunkeln? Oder Triforce, der zweite am Hafen. Ich glaube, es kann sogar Lübeck gewesen sein, ne? Kann Lübeck gewesen sein, ja. Ich bin gespannt, was ihr sagt, Leute. Bin echt gespannt. Tamo auch bitte? Der letzte, das war übrigens Triforce. Hm. Dem sollen das doch jetzt immer erwähnen. Ich hab's doch gerade davor so gesagt. Glaube ich, es ist schon wieder die Zeit, wo ich langsam durch den Wind bin. Mhm. Weißt du, woran das, glaube ich, auch liegt? Wir haben hier immer keinen neuen Sauerstoff. Soll ich da mal ein bisschen Luft reinlassen? Das wäre, glaube ich, echt gut. So. Okay. Okay. Publikumsvote geht hier mit 57% an Triforce. 49 Stimmen für Triforce, 30% gehen an Benson, 26 Stimmen und 11 Leute, 13% werden für einen Draw. Das schmeckt. Oh, wie das schmeckt. Da wird es jetzt spannend, was der liebe Tamo sagt. Ich zähle mal runter. 3, 2, 1, let's go. Tamo gibt den Punkt an Benson. Damit hätten wir hier an dieser Stelle ein Draw. Ja. Hatten wir auch bisher noch nicht gehabt. Aber so haben wir es. Auf jeden also Fall. Das war schon haarscharf, muss ich sagen. Ich habe geschwankt zwischen Draw und Benson. Also Benson float natürlich übertrieben krass. Also die Audio ballert schon so. Da ist auch einfach diverse verschiedene Flows. Das geht derb ins Ohr. Aber er hat echt schon viele komplizierte Lines da drin. Die schwierig machen. Ja, auch da wieder, eigentlich bin ich Fan von mehr Humor als zu ernst. Ja, aber sein Gegner kam mir hier trotzdem auch sehr unsicher rüber. Auch keine überkrasse Line so. Ja, aber ich muss auch sagen, wenn da jetzt ein härterer Gegner kommt, dann könnte das, also
hätte das für mich wahrscheinlich nicht gereicht für den Benson. Ja, ich sehe das auch ähnlich. Also das waren tatsächlich auch nicht nur irgendwie schwierige Lines. Man muss schon ganz klar sagen, hatte ich auch Baylor auch schon so gesagt, das waren schon Textaussetzer. So, davon zu rappen, jetzt Frauen zu schlagen und die Stammtischline und behindert und fand ich alles sehr, sehr unnötig so. Und dann dazu halt auch noch zu sagen, so ja, ist wie wir haben 2021, passt in dem Kontext nicht zusammen. Man muss dazu aber ganz klar sagen, Baylor ist mit Abstand, und mit Abstand muss man das auch sagen, der bessere Rapper in diesem Battle. Und hat halt ansonsten, ja, lässt den Gegner auf jeden Fall keine Chance, was jetzt flowtechnisch und was flowtechnisch halt so geht. Was jetzt Rapper zu Rapper. Rapper zu Rapper ist er halt einfach definitiv der bessere Rapper. Und hat ja auch schon trotzdem noch gepuncht. Ne? Das schmeckt. Und dagegen Triforce. Das schmeckt. Videotechnisch fand ich es ausgeglichen. Also videotechnisch fand ich es ausgeglichen. Also ich aber jetzt aber zu sagen, so dass man Benson, nicht kennt, so er hat ja eigentlich sich auch so, ich würde sagen so in 8 bis 10 Zeilen darauf bezogen, so ja, man kennt dich nicht und der einzige, der dich feiert, bist du selbst und so ja, glaube ich nicht, so ahne ich auch nicht, so weil Baylor kennt man halt schon seit, ich glaube, seit 2011 oder so, VBT 2011, hat er auch, auch seinen Hype gehabt so. Und da jetzt zu sagen, so man kennt dich nicht und habe ich nicht richtig, habe ich auf jeden Fall nicht gefühlt. Aber die Line hier mit, dass wie der Beat geantwortet hat, das fand ich auf jeden Fall ganz stabil so, fand ich ganz lustig zum Schluss, aber hätte für mich hier an dieser Stelle auch nicht gereicht. Aber wenn du sagst, das Video, redet man dann eigentlich auch von der Performance? Ich fand es schon richtig auffällig, wie krass. Wie heißt er jetzt? Bensons Gegner hier von links nach rechts geht die ganze Zeit. Was meinst du? Er ist einfach die ganze Zeit von links nach rechts gegangen. Das ist mir voll komisch aufgefallen. Ey. Ja, und die Ganzkörperaufnahmen sind halt auch wieder aufgefallen. Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Und was ich auch ganz lustig fand hier, er sieht halt original aus wie der Typ von How to Sell Drugs Online Fast. Kennst du? Ich kenne nur einen Trailer, aber ich weiß nicht. Das hab ich schon sehr gefühlt, ja. Also an dieser Stelle gibt es ein 1:1 unentschieden Voting von uns gesamt. Und wir können, glaube ich, direkt ins nächste Battle reinfahren, damit wir hier auch zeitlich nicht in Bedrulle kommen. Ich habe gesehen, noch 10. Wie viele Battles haben wir denn noch eigentlich? Können wir gleich mal schauen. Romantik hat auf jeden Fall schon geschrieben, er muss Chef anrufen, Mundmische-Stream läuft, dass er morgen nicht zur Arbeit kommt. Ich kann nicht kommen. Ja, also bis jetzt das nächst kontroverseste Battle, würde ich sagen. Ist so? Ich fand es schon schwierig gerade. Ich fand es super schwierig. Also ich musste ja zum Glück nicht bewerten. So. Ich bin ja auch... Achso, hast du es aufgeschrieben? Ja, achso. Hab ich aufgeschrieben. Ist also ein Draw. Ist ein Draw. Ich finde Draw, das ist schon legitim. Motion versus Mollemoll. Achso, wollen wir das Fenster vielleicht mal kurz aufmachen? Ja, machen wir sofort. So, wir haben eben mit Benson angefangen, also fangen wir jetzt mit Molle Moll an. Molle, Molle Moll. Ah, frische Luft. So. Also. Jetzt kommt ja mal ein bisschen Sauerstoff hier in unser Hirn. Ja, das kann auch voll sein, dass uns das immer mies in die Suppe gespuckt hat, die letzten Wochen. Ist das so? Weil wir so müde geworden sind zum Schluss? Also ich habe eigentlich immer... Also manchmal, nicht jeden Streamer, manchmal hatte ich das schon so, dass bei mir selbst so ein kleines Down, nicht wegen dem Content, sondern weil das dann halt irgendwie... Naja, schon beim BLB letztes Mal schon stark wegen dem Content. Wegen dem Content. Ja, Molle-Moll-Runde zuerst. Leute, so wie die letzten Runden auch, wir schauen 2x2 Runden
und grinden hier direkt mal rein. Ja, mal kurz nochmal in den Chat reingucken, was hier gerade geschrieben wird. Das Zuckertief bei Tamara. Ja, ja. Also Leute, wir schauen in die Molle-Moll-Runde gegen Motion rein. Danach Motion, danach wieder Molle-Moll, Motion und dann kommt die Bewertung. Freue mich drauf. Ach, und wir haben vorhin, vor 10 Minuten, haben wir ein Stufe 3, nee, ein Stufe 1 Abo vergessen von der Feuerwehr. Die Feuerwehr ist auch da, Leute. Passt alles. His Beard und Finestic sind auch reingefollowed. Vielen Dank an der Stelle. Und jetzt geht's los mit dem Battle. In dem Bild, das wäre der abgeschlafte Teen. Er hängt meckernd in der Ecke, statt die Party zu genießen und hat gar keinen Bock, wie alleinstehende Ziegen. Rat einmal deiner Feier, kotzt dein Vater in den Fahrausschnitt, tritt ihn in die Küche und für Mami hab ich Rauschgift mit Mikado mit Ohren. Du gehörst doch rausgeschickt, also Werbung aus den 50s. Ich so fick, dass alte Frauen will. Geh mal besser draußen spielen, statt in tausenden Turnieren zu sagen, dass du gar keinen Bock hast. Such dein Image und komm wieder zum Anfangsfläche reduzieren. Löschst du deine Tricks und bist dann pissed, wenn sie dich damit teasen, dass du dünn und hässlich bist. Du wurdest doch zu heiß gebadet und dabei an den Ohren gehalten. Das hat nicht nur deiner Optik geschadet. Ich mein, check deine Betonungen, Alter. Du kannst nicht hören, wie du leierst. Das kommt vom Dämmen deiner Lauscher mittels Eierkartons. Klingt trotzdem lame wie ein Motion Battle. Tritt das Knicklicht zurück in seinen Ohrensessel. Okay, Molle Moll. Motion, let's go. Eine Frau nimmt teil. Hat die Community voll, freut doch die Fallen schneller Interesse an dir als an Dogcoin. Wenn Model Rap Donuts schon ne Titten doch mit Bier, hört man hinten auf der Straße obdachlose applaudieren. Man guckt einmal deinen Scheiß, schickt ihn dann auch direkt bei der Suchtberatung ein und die Antworten tut uns leid, hat ne Vorrunde aus. So Mischakworte heraus, Alkohol, Drogen, Frau. Jo, du bist raus. Ich höre ne Model Audio und krieg Bock auf Ritalin schucken, denn dein Flow King, der zerdenkt gleich Therapiestunde. Du Mensch geworden, ist gleich geflogen und kacke, bist zwar nicht meiner, doch der Endboss hier der Drogenkampagne. Mach dir keinen Kopf, statt deine Runden keiner klickt, dafür gibst du Leuten die Thema, du pumpen mein Gesicht. Bei dir Pflegefall ist der Bedarf nach Förderung hoch. Ich glaub, One Battle Cup war den Körbchen zu groß. Mhm. Und nochmal Molle Moll hinterher. Familienfeier war ein nettes Scheme. Wer Motion in dem Bild, das wäre der abgeschlafte Teen. Er hängt meckernd in der Ecke, statt die Party zu genießen und hat gar keinen Bock, wie alleinstehende Ziegen. Rat einmal deiner Feier, kotzt dein Vater in den Fahrausschnitt, tritt ihn in die Küche und für Mami hab ich Rauschgift mit Mikado mit Ohren. Du gehörst doch rausgeschickt, also Werbung aus den 50s. Ich so fick, dass alte Frauen will. Geh mal besser draußen spielen, statt in tausenden Turnieren zu sagen, dass du gar keinen Bock hast. Such dein Image und komm wieder zum Anfangsfläche reduzieren. Löschst du deine Tricks und bist dann pissed, wenn sie dich damit teasen, dass du dünn und hässlich bist. Du wurdest doch zu heiß gebadet und dabei an den Ohren gehalten. Das hat nicht nur deiner Optik geschadet. Ich mein, check deine Betonungen, Alter. Du kannst nicht hören, wie du leierst, das kommt vom Dämmen deiner Lauscher mittels Eierkartons. Klingt trotzdem lame wie ein Motion Battle. Tritt das Knicklicht zurück in seinen Ohrensessel. So, und noch einmal Motion. Eine Frau nimmt teil. Hat die Community voll, freut doch die Fallen schneller Interesse an dir als an Dogcoin. Wenn Model Rap Donuts schon ne Titten doch mit Bier, hört man hinten auf der Straße obdachlose applaudieren. Man guckt einmal deinen Scheiß, schickt ihn dann auch direkt bei der Suchtberatung ein und die Antworten tut uns leid, hat ne Vorrunde aus. So Mischakworte heraus, Alkohol, Drogen, Frau. Jo, du bist raus. Ich höre ne Model Audio und krieg Bock auf Ritalin schucken, denn dein Flow King, der zählt gleich Therapiestunde. Du Mensch geworden, ist gleich geflogen und kacke, bist zwar nicht meiner, doch der Endboss hier der Drogenkampagne.
Kampagne. Mach dir keinen Kopf, da deine Runden keiner kriegt. Dafür gibst du Leuten die Thema, du pumpen mein Gesicht. Bei dir Pflegefall ist der Bedarf nach Förderung hoch. Ich glaub, One Battle Cup war den Körbchen zu groß. Und jetzt seid ihr wieder gefragt, Leute. So, Fenster wieder zu. Ich friere. Ist übelst kalt. Aber wenigstens frische Luft. Wir auch, Tammo. Wir dürfen auch. Das schmeckt. Oh, Mamie wird mundgemischt. Vielen, vielen Dank. So, Hälfte der Zeit. Alle nochmal reingrinden hier. Was meint ihr? Ändert sich noch was am Ergebnis? Geht da noch was? Geht da noch was? Geht da noch was? Okay. Molle Moll kriegt hier den Publikumsvote mit 60%, 45 Stimmen, Motion 17 Stimmen und es gibt einen für Draw, haben 13 gestimmt. Also klarer Sieg für Molle Moll. Wie sieht das bei uns aus, Tammo? 3, 2, 1. So, was hast du geschrieben? Ein Draw. Du hast einen Draw gegeben. Mein erstes heute. Okay. Dann, wenn man das jetzt zusammenrechnet, geht das Battle 3 zu 1. 3 zu 1 an Molle Molle. 3 zu 1 an, nee, 2 zu 1 an Molle Molle. Nee, du hast Molle, der Chat hat Molle. 2? 2-0. Und ich habe 1-1. Achso, ja, stimmt, 3-1. Guck mal, ich bin langsam schon weich hier, Alter. Na, siehst du. Motion kriegt 1 Punkt, Molle Molle. Ich habe hier einfach keinen klar vorne gesehen. Also ich kann das gar nicht großartig anders begründen. So, das war irgendwie, ich fand Molle Moll auch von der Audio ein bisschen nicer. Irgendwie konnte man der geiler zuhören. Aber die hatte auch wieder echt läppische Lines. Und da war irgendwie bei beiden nicht so der große Steinwurf. Hm. Ja, tja, also. Tja, wir haben es dir gerade vorgerechnet. Ich bin erstmal überrascht gewesen von der Molle-Moll-Runde. Zwar viel, viel sauberer irgendwie als die Quali und auch um einiges cooler gerappt. Hat hier textlich ähnlich, also ich habe ein bisschen Problem gehabt, zum Beispiel dem Motion zu folgen. So. Ich habe eben am Anfang die ersten zwei Zeilen oder so, habe ich gar nicht verstanden. Nee, ich habe bestimmt 8 Zeilen oder so gar nicht richtig verstanden. Und ich habe wirklich vernünftig zugehört. So. Ich habe es richtig doll zugehört. Richtig doll zugehört sogar, ey. Und hab daher, sind vielleicht auch die ein oder andere Punchline verloren gegangen, aber es war so von der Punchline-Dichte her ziemlich ausgeglichen gewesen, so, ne, und auch jetzt irgendwie keine Knallerline mit dabei, jetzt die Körbchen-Line am Ende, irgendwie ein bisschen cringe fand ich die. Die Kein-Bock-Line von Molle Molle war aber auch richtig cringe. Ja, bis der Endpost jeder Drogenkampagne fand ich von Motion gut, so. Motion hat aber auch gesagt, du Alkoholdrogenfrau. Du Alkoholdrogenfrau? Mhm. Krasses Wort, so. Ja. Auch schwierig. und hier sucht dir ein Image und kommt wieder ins Turnier, fand ich okay bei Molle Moll. So, und allgemein vom Hörgenuss bei mir, Molle Moll ging mehr rein. Video fand ich um einiges tighter, so. Das Video hat mich unterhalten, tatsächlich. Fand ich auch gut. Aaron sagt dir gerade, Motion textlich mehr als solide. Ja, da hast du anscheinend irgendwie eine andere Runde gehört als wir. Daher ging für mich der Punkt an Molle Moll. So, ja. So, fair. Guck mal, ich habe einen Draw gegeben. Alles gleicht sich aus. Ach, Mai, die XO sagt gerade, war eine Aufzählung. Alkohol, Drogenfrau. Sie war nicht die Alkohol, Drogenfrau. Aber was ist das denn für eine Aufzählung? Ja. Alkohol, Drogen, Frau. Vielleicht muss man die Runde noch ein bisschen häufiger hören. Oder vielleicht auch nicht. Oh, wie das schmeckt. Null Fett
folgt hier eben rein. Vielen, vielen Dank. Ja, haben wir hier eingetragen und jetzt kommen wir zum nächsten Battle. PRZ gegen Dr. Jesus. Diesmal fangen wir mit PRZ an. Ja. PRZ, auch mitbekommen, ist auch Teilnehmer beim TNM-Turnier. Da habe ich auf jeden Fall eine sehr stabile Runde gesehen in dieser Woche. Mhm. Mhm. Da könnte auf jeden Fall ein gutes Video auf uns zukommen. Also Leute. Mhm. Das schmeckt. Macht euch. Oh, wie das schmeckt. Macht euch wieder eure Textdateien klar, wenn ihr auch euch die eine oder andere Line mitschreiben wollt. Wir schauen uns zuerst mal an. Ist aber krass, ne? Es gibt echt viele Runden, die direkt auf null. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man nur eine Minute 30 hat und man jede Sekunde nutzen möchte. Man braucht jetzt auch nicht. Oder weil man bei Spotify auf den Algorithmus möchte für wie hieß er nochmal? Kaso. Okay. Also. Kai, genau, danke. Einer, der mir zuhört. Also seid ihr. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Also hinein dort. Ey Boy, für dich ist es aus, denn Jesus macht Hörende hier wieder top. Nicht wie in der Bibel beschrieben, dich wird niemand lieben, ist leider echt traurig, ja. Ey, du hast dich ja noch voll toll entwickelt, Dicker, von dem Bandana zur Sonnenbrille. Du bist die Art Student, wo die Socken schimmeln, die in der WG wohnen und nur mit Opfern chillen. Ey, um Gottes Willen, was ist mit dem los? Du hast schon so viele Battles, doch nur einen Flow. Ey, und dazu die immer gleiche Autotune-Hook, Stock-Plugins, Fruity-Loop-Sound ist kaputt. Ey, und eines macht dich doch sicherlich froh, die RBA ist so wie Gott, sie ist tot, ich fall in dich so wie der Heilige Geist, du bist peinlich und scheiße, doch weißt du wahrscheinlich, yeah. Yeah. Ey, und dein Bart, der ist echt ein Top-Abstandhalter fürs andere Geschlecht. Ich glaub nicht mal, dass ich das Bart nennen würde. Unter deiner Nase hat jemand gewürstet, ey. Alles, was du tust, ist Trash. Alles, was du tust, ist Swag, ey, die Jungfrau Rap. Irgendwas von ich trete dich mit dem Fuß, ey. Mit was willst du sonst treten, geht es dir gut? Ich geb dir Anschlag noch mit meinem Knie, ey. Du Abziehbild von einem Freizeit-MC, Alter. Lass das mal bitte mit deiner Musik, weil die einfach nicht zieht. Du verweichlichter Freak, ey. Yes. Direkt die Runde von Dr. Jesus hinterher. Also bis jetzt von Binnreimen finde ich extrem geil, wie er die Binnreime benutzt. Geile Worte drin, so geile Reime und so. Digga, da hab ich auch schon einen oder anderen Gipfel-Emote. Weißt du, ich hab mich über dein Kram informiert. Du sagst, gute Rapper sind stark limitiert. Und du hast recht. Tja, denn dich sieht man bei jedem Versager-Turnier. Deine Videos sind cool, aber Digga, die interessieren nicht. Wenn man so rappt, als wär die Nase zu oder die Nieren dicht. Mach lieber wieder bei No-Name-Turnieren mit und schleim dich bei Turnierleuten ein, damit du Siege kriegst. Du hast selbst gesagt, du feierst mich für die Reimketten. Der Preis ist heiß, wenn ich in ihn hinein rappe. Ich bin nicht Will Smith, aber I'm Legend. Du bist nicht straight out of space, du bist straight raus aus sein Battle. Der Hipster-Rapper hält sich für Mac Miller, doch inhaltlich kommt er nicht ran ans Idol. Nach diesem Battle habt ihr mehr gemeinsam, denn nach diesem Battle bist du einfach nur tot. Deine froschige Stimme ist kacke, um nur einen Grund zu nennen. Da blieb mir auch nichts übrig, außer grenzdebil herumzurennen. Was willst du verkörpern? Deine Mimik ist so läppisch und der Rest ist geklaut wie dein Videokonzept. Hey, so wie du klingst, ja, so klingt es wack. Hey, du hast einen Frosch in deinem Hals, der für dich rappt. Und bei deiner krummen Körperhaltung und dem Shirt in gelber Farbe verwechseln dich die Affen locker mit Bananen. Bevor du mich battlest, nimm mal deine Mütze ab oder hör gleich auf zu rappen, du Kasper. Du hast mir besser gefallen, als du zu meinen CLT-Runden-Reactions gemacht hast. So. Direkt die PRZ-Runde nochmal wieder hinterher. Ey Boy, für dich ist es aus, denn Jesus macht Hörende hier wieder top. Nicht wie in der Bibel beschrieben, dich wird niemand lieben, ist leider echt traurig, ja. Ey, du hast dich ja noch voll toll entwickelt, Dicker, von dem Bandana zur Sonnenbrille. Du bist die Art Student, wo die Socken schimmeln, die in der WG wohnen und nur mit Opfern chillen. Ey, um Gottes Willen, was ist mit dem los? Du hast schon so viele Battles, doch nur einen Flow. Ey, und dazu die immer gleiche Autotune-Hook, Stock-Plugins, Fruity-Loop-Sound ist kaputt. Ey, und eines macht dich doch sicherlich froh, die
RBA ist so wie Gott, sie ist tot. Ich fall in dich so wie der Heilige Geist. Du bist peinlich und scheiße, doch weißt du wahrscheinlich, yeah, yeah. Ey, und dein Bart, der ist echt ein Top-Abstandhalter fürs andere Geschlecht. Ich glaub nicht mal, dass ich das Bart nennen würde. Unter deiner Nase hat jemand gewürstet, ey. Alles, was du tust, ist Trash. Alles, was du tust, ist Swag, ey, die Jungfrau Rap. Irgendwas von ich trete dich mit dem Fuß, ey. Mit was willst du sonst treten, geht es dir gut? Ich geb dir Anschlag doch mit meinem Knie, ey. Du Abziehbild von einem Freizeit-MC, Alter. Lass das mal bitte mit deiner Musik, weil die einfach nicht zieht, du verweichlichter Freak, ey. Und nochmal hinterher den Dr. Jesus. Also bis jetzt von Binnenreimen finde ich extrem geil, wie er die Binnenreime benutzt. Geile Worte drin, so geile Reime und so. Ja, hey, Price, ich hab mich über dein Kram informiert. Du sagst, gute Rapper sind stark limitiert. Und du hast recht, tja. Denn dich sieht man bei jedem Versager-Turnier. Deine Videos sind cool, aber Digga, die interessieren nicht. Mein Mann so rappt, als wär die Nase zu oder die Nieren dicht. Mach lieber wieder bei No-Name-Turnieren mit und schleim dich bei Turnierleuten ein, damit du Siege kriegst. Du hast selbst gesagt, du feierst mich für die Reimketten. Der Preis ist heiß, wenn ich in ihn hinein rappe. Ich bin nicht Will Smith, aber I'm Legend. Du bist nicht straight out of space, du bist straight raus, das ist ein Battle. Der Hipster-Rapper hält sich für Mac Miller, doch inhaltlich kommt er nicht ran ans Idol. Nach diesem Battle habt ihr mehr gemeinsam, denn nach diesem Battle bist du einfach nur tot. Deine froschige Stimme ist kacke, um nur einen Grund zu nennen. Da blieb mir auch nichts übrig, außer grenzdebil herumzurennen. Was willst du verkörpern? Deine Mimik ist so läppisch und der Rest ist geklaut wie dein Videokonzept. Hey, so wie du klingst, ja, so klingt es wack. Hey, du hast einen Frosch in deinem Hals, der für dich rappt. Und bei deiner krummen Körperhaltung und dem Shirt in gelber Farbe verwechseln dich die Affen locker mit Bananen. Bevor du mich battlest, nimm mal deine Mütze ab oder hör gleich auf zu rappen, du Kasper. Du hast mir besser gefallen, als du zu meinen CL3-Runden-Reactions gemacht. So Leute, jetzt seid ihr wieder gefragt an dieser Stelle. Digga, was war das denn, Digga? Wie seht ihr das Battle? Digga. His beard is weird. Überraschung, wer war das denn? Abonniert hier hinein mit einem Prime-Sub. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Und der gute Koch hat doch wieder mal wild einen reindonated. Ich sehe das doch schon aus dem Augenwinkel. 6,50 Euro ohne Nachricht. Vielen, vielen Dank. Der gute Koch auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Alter, an dieser Stelle. Ja. Gucken wir mal weiter hier. Was meint ihr denn so? Okay. Wir müssen auch. Wir müssen auch so. Also, wir haben hier ein relativ eindeutiges Ergebnis, Tamo. PRZ. 71%, das sind 57 Stimmen. Ja. Einfach mal abrasiert. Dr. Jesus hat nur 12 Stimmen, damit 15%. Und 14%, 11 Stimmen sind für einen Draw. Ich muss gerade mal auf meinen Zettel gucken, ob ich das richtig raufgeschrieben habe. Mhm. Hab ich. Also, 3, 2, 1, let's go. Ja, relativ eindeutig. Eindeutig. Obwohl, ich muss aber sagen, stimmt gar nicht. Also, wir haben ein eindeutiges Ergebnis, aber so eindeutig war das Battle auf jeden Fall nicht. Nee. Von beide eher läppsch. Was? Ja? Fandst du? Schon. Was? Gar nicht, Digga. Was? Ich fand, das war ein gutes Battle. Also ich fand, es war auf Augenhöhe, aber ich fand, die haben sich beide jetzt textlich nicht so bekleckert. Oh, also ich hab hier auf jeden Fall einiges stehen so. Also erstmal find ich es ziemlich nah. Also Video von PRZ. Finde ich sehr, sehr stabil. Das war so nice und beim ersten Mal war ich davon relativ abgelenkt. Dann ja, guck mal, deswegen konntest du auch gar nicht richtig aufpassen. Beim zweiten Mal habe ich dann explizit auf den Text geachtet und da war schon viel so
Also, ich finde zum Beispiel dieses Abziehbild von einem Freizeit-MC hatte sehr gut delivered, so kam richtig gut. Am Anfang direkt, ich glaube, dritte, vierte Zeile irgendwie, Jesus macht Hörende wieder taub. Dein Bart, Abstandshalter fürs andere Geschlecht, fand ich auch gut. Und hier im Chat wird die gewürstet-Line auf jeden Fall nicht so gewürdigt, wie ich das sehe. Weil ich fand es nämlich, jemand hat unter deine Nase gewürstet, ich find's witzig, ich hab geschmunzelt. und ich finde auch, dass die beiden Runden ausgeglichen gewesen sind. Video geht an dieser Stelle auf jeden Fall klar an PRZ. Line-technisch haben sie sich da war schon ausgeglichen gewesen hier. Du machst bei jedem Versager-Turnier mit, so, PRZ scheint wohl auch an mehreren Turnieren schon teilgenommen zu haben, die jetzt nicht den größten Namen haben, so. Und straight raus aus einem Battle fand ich gut, die Line. Die Mac Miller-Line war mir ein bisschen zu doll gewesen. Was mir aufgefallen ist, die Wortwahl, er hat ein Läpsch auf jeden Fall mit erwähnt. Hast du gehört? Ja, das habe ich nicht gehört. Also hat er gesagt, dass PRZ eher Läpsch ist. So. Habe ich gefühlt. Marvin McFly, das Wort gewürstet gibt es gar nicht. So. Der Somi. Ist so eine Line, die Tamo weggelassen hätte. Welche Line hätte ich weggelassen? Also hier, Dr. Jesus hat auf jeden Fall kein Licht auf seiner Kamera. Der war nachts draußen, das wirkt alles sehr gelb. Er wirkt sehr gelb in seinem Video. Ton, du solltest auch darauf achten, was für Worte ich meine. Und gewürstet ist dann natürlich kein schönes Wort. Ist natürlich ganz klar kein schönes Wort, aber es kommt in dem Zusammenhang, kommt es, hat es mich einfach kurz gehabt so. Bruni schreibt, ich hätte jede Line weggelassen. Brunsbert, Alter. Mein Güten. Also, wir haben... Aber das ist schon witzig, weil dann... Das ist schon speziell, was dich anspricht und was dich nicht anspricht. So. Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du gewürztes gefeiert hättest. So. Guck mal, ich kann immer wieder überraschen. Aber ich kann den Humor daran verstehen, tatsächlich. Ich kann immer wieder überraschen. Spaß an guten Würsten. Und ein relativ eindeutiges Ergebnis für PRZ. Dr. Jesus trotzdem an dieser Stelle Props für Dr. die Dr. Jesus habe ich übrigens sofort wiedererkannt mit seinem Schnubbi. Mhm. Da wusste ich gleich wieder, welche Quali das war. Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Battle. Direkt. Und zwar, das ist der heutige Tag. Wir sind am heutigen Tag angekommen. Shirley gegen Creighton habe ich beide noch nicht gesehen. Extra Schweiz gegen Punisher auch noch nicht gesehen. Das wird doch was. Das wird ein Fest. Ne? Gönn mir hier nochmal kurz einen Snack. Mach das mal, Digga. Aber auf ganz entspannt. Ich kann ja hier schon mal die Runde eingeben. Shirley gegen Creighton. Wir fangen dieses Mal mit Creighton an, ne? Leute, es gibt eine Banane. Bananchen. Kommt voll komisch im Grün. Guck nochmal rein in Chat hier. Askan, vielen Dank für den Follow auf jeden Fall. Das schmeckt. Oh, wie das schmeckt. Also Leute, wir werden jetzt die Creighton-Runde gucken und danach wieder Shirley, Creighton, Shirley. Danach ist wieder Bewertung drin. Ich mache mir mal kurz mal meine Textdatei hier klar. Krass von Dr. Jesus ist halt auch gewesen, der Preis ist heiß, wenn ich hier nicht reinfahre, glaube ich. Panelein. Wer hat das gesagt? Dr. Jesus. Eben, der mit den Schnubbi. Okay. Fandst du jetzt nicht gut? Nö. Aber witzige Wortwahl. Der Preis ist heiß, wenn ich hier nicht reinfahre. Nice. Tamo, du naschst zu leise. Wird dir gerade mal wieder moniert. Kannst du mal ganz kurz ein bisschen lauter naschen, bitte? Ja. Ach so. Es gibt doch auch diese. Der Preis, PRZ, der Preis ist heiß, wenn ich in ihn rein. Okay.
Oh, guck mal, jetzt wird's hier spannend. Digga. Auf welche Seite schlagt ihr euch? Team Mölden, Team Tamo? Okay, was? Ist schon stark ausgeglichen. Ist schon stark ausgeglichen, Leute. Und das spricht ja auch mal wieder für die Community. Ihr wart euch mit Sicherheit gar nicht sicher, was man da jetzt wählen soll. Da muss ja auch gar nicht gewählt werden. Wir sind ja beide da, ne? Leute. Aber es war schon witzig. Ja. Ausgeglichen, also beide gleich Läpsch. Und du so, was? Wie Läpsch? Ja, nee, Läpsch habe ich, das habe ich halt nicht, habe ich nicht gefühlt. So, jetzt mach mal an. Ja. So, let's go. Dein Flow klingt so angestrengt, so guck Brian, ich kann das echt. So nach 500 Takes endlich eingerappt, aber laberst dann über Leute, die mit Scheißlos über Scheißlos rappen. Ey, das ist Metashit, mir ist peinlich, dass du mein Gegner bist. Fackel, du deliverst doch wie auf Wish bestellt. Ey, jedes Wort, das du rappst, Digi, trifft dich selbst. Denn du bist vielleicht okay in Acapellas, aber du kannst nichts auf Beats, weil deine Stimme klingt, als fällt dir der Schwanz ab, du Freak. Mach Ballermann-Musik oder Flow mein gutes Bett an und verdien dir meinen Respekt. Aber du reduzierst alles wieder nur auf Text und rappst dann halt nur Mittelmaß. Aber Text allein macht aus dir keinen MC. Ich mein, J ist ja auch kein Doktor, nur weil er an Kittel. Du stehst auf Twitch im glanzlosen Blitzlicht. Alter, was los? Ich fick dich. Ich glaub, dir steigt die Arroganz zu Kopf. Aber dass du über Rap-Skill sprichst, Diggi, das ist nicht richtig. Ich red ja auch nicht davon, wie man der größte Bastard auf Twitch ist. Shirley, bitte geh und verpiss dich. Okay. Darauf hätte sich übrigens giftig gereimt. Jetzt kommen wir zu Shirley. Zur Oberkeit am Mike, detonated die Wichser mit bloßer Stimme Gewalt und der Attitüde von Hitler. Gib Gas, als wär's 1945. Schon das Gas geben vorbei, du hast die Hitler-Attitüde, denn ihr habt viel gemeinsam. Ihr seid beides Nazis und als Künstler gescheitert. Du willst einem Nachbar gar nichts tun, du willst nur, dass er wegzieht. Stellt sich in die rechte Ecke und denkt, das wäre edgy. Buah, ey, du widerst mich an, ich bin ab, du bist echt, denn ich mach dich hier lang. Du denkst, solche Lines wären echt nicht berechtigt. Du bist so nicht gecancelt, weil dich hier keiner kennt. Bitch, schon wenn ich mit paar Leuten deine Runde gucke, dann gucken mehr Leute deine Runde, als an Leute deine Runde gucken. Creepen, ich lese dir die Leviten, ich seh so dein Gesicht und denke, du wirst. Wie du sagst, dass der Battle Rap jetzt heilt. Hey, lieber mal den Vibe flach, du Jeremy Pascal. Creep, bleib dir nur Schluss und Quatsch. Creep, Big Beats mit Boom Boom Chuck. Creep, das ist doch der eine da mit dem Hoodie an und dem Nazi-Part. Creep, bleib dir nur Schluss und Quatsch. Creep, Big Beats mit Boom Boom Chuck. Creep, das ist doch der eine da mit der Mütze auf und dem Nazi-Part. So. Creepen hinterher. Dein Flow klingt so angestrengt, so guck Brian, ich kann das echt. So nach 500 Takes endlich eingerappt, aber laberst dann über Leute, die mit Scheißlos über Scheißlos rappen. Ey, das ist Metashit, mir ist peinlich, dass du mein Gegner bist. Fackel, du deliverst doch wie auf Wish bestellt. Ey, jedes Wort, das du rappst, Digi, trifft dich selbst. Denn du bist vielleicht okay in Acapellas, aber du kannst nichts auf Beats, weil deine Stimme klingt, als fällt dir der Schwanz ab, du Freak. Mach Ballermann-Musik oder Flow mein gutes Bett an und verdien dir meinen Respekt. Aber du reduzierst alles wieder nur auf Text und rappst dann halt nur Mittelmaß. Aber Text allein macht aus dir keinen MC. Ich mein, J ist ja auch kein Doktor, nur weil er an Kittel. Du stehst auf Twitch im glanzlosen Blitzlicht. Alter, was los? Ich fick dich. Ich glaub, dir steigt die Arroganz zu Kopf. Aber dass du über Rap-Skill sprichst, Diggi, das ist nicht richtig. Ich red ja auch nicht davon, wie man der größte Bastard auf Twitch ist. Shirley, bitte geh und verpiss dich. Okay. Shirley Nummer 1. So, was halt am Mike detonated die Wichser mit bloßer Stimme Gewalt und der Attitüde von Hitler. Gib Gas, als wär's 1945. Creep, rap, you know, so, so, quatsch. Creep, big beats mit Boom Boom Chuck.
45 Digi geil. Nur weit 45 schon das Gas geben vorbei. Du hast die Hitler-Attitüde, denn ihr habt viel gemeinsam. Ihr seid beides Nazis und als Künstler gescheitert. Du willst deinem Nachbar gar nichts tun, du willst nur, dass er wegzieht. Stellt sich in die rechte Ecke und denkt, das wäre edgy. Buah, ey, du widerst mich an, ich bin ab, du bist echt, denn ich mach dich hier lang. Du denkst, solche Lines wären echt, ich berechtigt. Du bist so nicht gecancelt, weil dich hier keiner kennt. Bitch, und wenn ich mit paar Leuten deine Runde gucke, dann gucken mehr Leute deine Runde, als an Leute deine Runde gucken. Treaten, ich lese die Leviten, ich seh so dein Gesicht und denke, du wirst bieten. Und so einer wie du sagt, dass der Battle Rap jetzt fallen. Halt lieber mal den Ball flach, du Jeremy Pascal. Creed, bleibt hier nur Stoß und Quatsch. Creed, denk wie für Boom Boom Chuck. Creed, das ist doch der eine da mit dem Hoodie an und dem Nazi-Part. Creed, bleibt hier nur Stoß und Quatsch. Creed, denk wie für Boom Boom Chuck. Creed, das ist doch der eine da mit der Mütze auf und dem Nazi-Part. Hier wird. So, jetzt erstmal kurz einmal abstimmen, Leute. Beruhigt euch mal im Chat. Alle mal beruhigen. Jesus. Also an dieser Stelle, ich habe das jetzt hier so rausgelesen, dass Shirley jetzt keinen Geburtstag hat. Deswegen gibt es an der Stelle für den Geburtstag keinen herzlichen Glückwunsch. Er hat das doch geschrieben hier, ne? Ich habe nicht Geburtstag, sagt er. Aber zur Runde kommen wir gleich. Bin gespannt, Leute. Bin gespannt. Aber es wird auf jeden Fall mehr als eindeutig. Das eindeutigste Community-Voting, so wie ich das jetzt hier erkennen kann. Also eindeutiger geht's kaum. Es sind nämlich 95%, 82 Stimmen, die hier für Shirley abstimmen. So. Und Creighton bekommt dafür noch zwei Stimmen. Und es sind 2 für Draw. Okay. 3, 2, 1, Butz. Also. Eindeutig für Shirley. Also, so. Man muss ja mal sagen, Shirley hat ihn zerstört. Ja. So, also. Creighton macht einfach keine gute Figur. Auch die Videoidee finde ich. Hat für mich gar nicht. Man hätte es ja witzig machen können, so mit der Videoidee auf Twitch. Und dass er auf das Twitch-Ding eingehen muss, ist ja klar so. Aber was wollte er damit jetzt sagen? Dass er mit den mitstreamt? Oder dass er deren Stream guckt. Also mir war überhaupt nicht klar, wo jetzt. Ja, es hat auf jeden Fall keinen Sinn ergeben, dass er da in der Mitte von den dreien gewesen ist. Überhaupt nicht. Und dann, warum die auch denn schneller gemacht worden sind, habe ich auch nicht verstanden. Ja. Also das hat schon mal keinen Sinn ergeben. Der letzte Vierer war halt einfach mal hart Offbeat. Gut daneben gehangen, ne? Also wie kann man denn noch Offbeat rappen? Ja. Also die. Und dann auch noch mit der einfachsten Reimkette der Welt, so verpiss dich richtig. Ganz doll. Shirley halt. Zu Creighton nochmal kurz. Achso, okay, sorry. Zu Creighton nochmal kurz. Er hat jetzt am Anfang gar nicht so unstabil geflext, finde ich. Also, nee, das hat mich so verwundert, wie er dann da zum Ende gar nicht mehr klargekommen ist. Also, das ist wie, als hätte er das One-Tag eingerappt und er wusste nicht mehr am Ende. Er hat keine Luft mehr gehabt, er kam nicht mehr klar, weiß ich auch nicht. Und die Jota-Line fand ich eigentlich auch ganz gut. So. Jota ist nicht. Dr. Jota ist ja auch nicht gleich ein Arzt, nur weil er einen Kittel trägt. So. Fand ich okay. So, ist jetzt nicht, aber es war die einzige Zeile, die mir ansatzweise positiv aufgefallen ist. Okay. So. Die Schwanzabfeldlein auch gar nicht geahnt. Und Shirley hat ihn halt einfach auch schon so mit dem Intro plus Video dazu halt auch irgendwie schon eigentlich direkt auseinandergenommen, finde ich. Die ersten 4 Zeilen, die waren auch deftig. Mhm. Und dann halt über den ganzen Part einfach richtig gute Lines drin. Gekrönt von der. Das war einfach ein richtig guter Battletext, ja. Fand ich so. Mit gutem Gegnerbezug. So. Line. Creighton. Ich lese dir die Leviten. Fand ich nice. Und dann kommt. Ich gehe dir ins Gesicht und ich glaube, du wirst miefen. Ich so, okay. Tweefen. Squeefen. Squeefen. Ich
muss sagen, dass ich jetzt von den Shirley-Runden, die ich bisher immer gesehen habe, war ich jetzt nicht immer der größte Fan gewesen oder so. Aber die Runde, die hat auf jeden Fall geballert. So. Das kann man mal ganz klar sagen, die hat geballert. Die Slashline, hast du die geahnt? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Digga, das war nämlich das wäre nämlich dein Lacher gewesen in der Runde. Er hat nämlich gesagt, du bist wie Slash. Irgendwie, du wirst von ablang gemacht, irgendwie, weißt du? Und dann hat er halt dieses Slash-Bild von Ding. Ah. Und hat er das eingeblendet, was wir vorhin geschaut haben. Das war der Slash. Das war der Slash. Okay, Digga, dann hätte ich mich. Die lang gemacht, Line. Also, ich hatte tatsächlich sogar den Gedanken. Ich hatte tatsächlich den Gedanken, also, dass er wie mit dem anderen mit dem Foto. So, aber ich habe die Brücke selber nicht geschlagen, dass es tatsächlich der Dude ist. Ja. Und das ist schon. Jeremy Pascal. Nochmal Hut ab. Also, das ist eine sehr nice Line, ja. Jeremy Pascal fand ich auch gut. Die Künstler gescheitert Line war natürlich passend denn zum Intro. Was hatte ich hier noch? Und die Runde, den Runde gucken Spit. Wenn wir deine Runde gucken im Stream, gucken mehr Leute deine Runde, als wenn jemand deine Runde. Auch mega, kriegt. Ja, auf die, jeden die Fall. Die war auf jeden Fall auch stabil. Also, das Einzige ist halt, ich gehe, also das mit dem Gesicht und dem Miefen. Ja. Ich dachte, okay, muss man das jetzt sagen. Aber alles andere war halt so richtig, richtig schön vernascht. Richtig schön reingenascht. Video natürlich auch um einiges schöner. Ja, Shirley, gerne. Gerne. Hat Spaß gemacht, die Runde. Spaß an guten Runden. Und da geht ein ganz klares 3-0 an Shirley und Shirley geht ins 16. hinein. So, next ist Extra Schweiz gegen Extra Schweiz gegen den Punisher. Guck mal, und Romantik. Man muss jetzt auch mal sagen, ich glaube, vor einer halben Stunde oder so hast du gesagt, so, ey, wir sitzen noch hier bis 2 Uhr Nacht oder so. Wir haben jetzt noch 3 Battles über. So. Und es ist gerade mal 11 Uhr. Leute, also mal alles schön entspannt bleiben, ne? Mal schön entspannt bleiben. Ich nutze den Moment der Entspannung, um mal kurz auszutreten. Gönn dir das. Gönn dir das. So. Was meint ihr? Wir haben jetzt gleich Extra Schweiz gegen Punisher. Auf das Battle freue ich mich auch. Habe ich mir noch nicht angeschaut, weil ich heute noch keine Zeit hatte. Kaden fragt gerade, ob wir Dazzos neues Video schon gesehen haben. Ja, auf jeden habe ich das schon gesehen. Ich habe das auch schon bei Insta geteilt, weil ich das so geil finde. Ich finde das Video richtig, richtig gut. Also zurzeit eigentlich alles, was Dusi macht, finde ich gut. Kenn den Herrn ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten. Und der hat sich richtig, richtig, richtig gemacht. Auch gerade jetzt nochmal im letzten Jahr. So alles krass. Voll krass. Tonton sagt gerade, wie macht ihr das heute eigentlich? Muss Tamo auf die Couch? Das ist tatsächlich so. Ne? Also wir hatten das versucht, online hinzubekommen, da Tamos Holzleitung dann noch so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, aber das wird jetzt vielleicht fürs nächste Mal organisiert. Müssen wir es heute so machen? Oder ist ja für mich auch sowieso kein Problem, dass wir hier Tamo nachher ein richtig schönes Schlafquartier einrichten. Aber man kommt bei uns im Hause natürlich immer wunderbar unter, ne? Ist klar. Also wir haben hier Ausgangssperre zurzeit zwischen 9 und 5 Uhr. Soll hier keiner auf die Street und ja, das ist dann halt einfach so. Da müssen wir alle durch. Schlafstream mit Tamo, Digga. Wir können doch jetzt Stream einfach anlassen, Digga. Und dann kannst du mit der Community gemeinsam schlafen. So sagen das die Streamer doch immer. Ich wollte immer schon mal mit meiner Community schlafen. Der XXL-Stream. Tamo schläft. Tamo pennt. Mit seinem Kollegen. Es kommen so schöne Battles jetzt. Ich bin gehypt. Ja, Ego-Panik. Bei mir ist es ähnlich. Auf jeden Fall Bock. Überall wurde es gekippt, aber in HH ist eine sinnvolle Maßnahme. Ja, das wollen wir jetzt hier gar nicht bewerten. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Und wir machen die jetzt nachher hier richtig schön gemütlich, Tamo, ne? Bin gespannt auf jeden Fall. Ich bin sehr empfindlich, was sowas betrifft. Boah, Digga, ey. Du hast in ganz anderen Situationen schon irgendwo gepennt, Digga. Mein Güte. Ich werde aber älter. Ja. Man verändert sich. Ja. Ich werde jetzt richtig Prinzessin auf der Erbse, bin ich quasi. Die eine oder andere Erbse werde ich hier noch unterbringen.
Tammo schläft mit 200 Typen. Ich weiß nicht, ob das den Twitch-Regeln entspricht. Ne, Tammo? Lass uns nachher einfach an. Dann schauen wir mal, was passiert. Also, wir gehen direkt rein. Extra Schweiz gegen Punisher. Über 200 Zuschauer hier gerade am Start. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr heute hier mit dabei seid. Macht voll Laune wieder. Genauso wie letzte Woche auch schon. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Wir gucken extra... Was mache ich denn hier schon wieder, ey? Wie heißt es? Punisher? Ja, guck in den Punisher. Ach, an den Punisher erinnere ich mich doch. Ja, klar. War der nicht auch im Chat? Ist der heute auch im Chat? Der ist auch im Chat am Start, klar. Also. Der ist auch immer mit am Stiesi hier. Ja, ich habe mir mal kurz an meine Textdatei wieder klar gemacht. Und Hazen, Digga, da habe ich auch schon den Hazen MC ist ein gesehen, echter, echter Blutpaladin. Giftig, Mann, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dein Follow. Und nee, es ist sogar ein Prime-Sub. Alter, vielen, vielen Dank dafür. Danke. Ja, auch an einem Tag oder in ein paar Stunden hier schon 1000 Klicks. Stabisi, Punisher. Wir gucken wieder zweimal beide Runden und bewerten danach. Ihr dürft danach bewerten. Und wir geben danach unsere Stimme ab. Freue mich drauf. So. Hazen sagt mir auf jeden Fall auch, was. Hazen ist doch auch TNM-Teilnehmer, ne? Schönen Gruß an dieser Stelle. Play drücken, Leute. Ja. Ich komme nicht so parat auf die Technik hier, Digga. Ja, das. Alles, was ich wollte, ist ein Gegner. Hallo Extra Brian, Dicky, du bist Gegner Nummer 1 in meinem Battle Cup. Da wird das Turnier super leicht, wenn ich den Gegner krieg, der alles wiederholt, nur damit Wackerline zu Running Gags werden. Du musst dich pro Part ja schon selber beißen. Und bei deinen Witzen musst du pausenlos lachen, doch weil die Atmung zu schwach ist, stirbt er an Sauerstoffmangel. Und wenn du mir mal sagst, komm, Dicker, gib mal Gas, meinst du Sulfur, Hexafluorid für den Stimmeinsatz. Denn ich mein, was bittest du so ein, was für individuell? Ich geh bald Gig spielen und so, du auf Tinder, Dead und Brian, ja. Deshalb hör mit dem Rumgelaber auf, du bist kein Top-Tier. Aber dafür unter aller Sau. Deine Art zu rappen ist nicht mehr als lächerlich und dumm. Schweiz sie nicht nur durch dein Atlas, liegen Welten zwischen uns. Ich muss mich fremd schämen bei den Texten, sag von wem hat dieser Herb die Lines. Ich trippe deinen Mentor ein und sag ihm halt die Fresse, Brian. Denn du bist so wie sein kleiner Sohn, doch ob man da jetzt stolz drauf sein kann, naja, als Brian schon. Gibst dir niemals Mühe für Runden, doch wunderst dich dann, dass du fliegst, lol. Du bist so ein Typ, der gar nicht lernt und dann wegen der 5 voll. Yeah. Jetzt hab ich dich in diesem Battle. Du bist wirklich mutig. Du hast so einen Tech-Körper, die schmeißt mein Mixer in die Fresse. Oh, yeah. Alles, was ich wollte, ist ein Gegner. Jetzt hab ich dich, Mann, na toll. Rap doch bisschen gedrückter. Ich glaub, Baku wird es toll. Du machst für den Spieler Rap. Wenn Franke würfelt, was er sagt, wird dir ein Würfel nicht gerecht. Also halt mal dein Ego. Der beste Schweizer in diesem Turnier bleibt Nico. Ja, bist du stolz? So, direkt hinterher. Extra Schweiz, die Runde haben wir noch gefunden hier. Ist die hier, ne? Richtiger Traumobit. Mozart sein, du kommst trotzdem aus Österreich. Ja, ich löse das wie ein erwachsener Mann. Ich fahre dich an und frag dich danach, was hast du getan? Bin für mich ein Fick, zwischendurch locker fluffig. Für dich der spannendste Moment in deinem Leben seit den Schocks in der McDonalds-Rutsche. Und während du gerade weg bist, für dein Video machen deine Eltern wieder einen Unfall auf deinem Straßenteppich. Mal im Ernst jetzt, deine Lines sind krass. Liegt wahrscheinlich dran, dass das meine waren. Ja, ja, Doppelschöpfung kann ja mal vorkommen, so achtmal pro Partner. Ja, ich lieg vielleicht auf falsch. Wenn das weitergeht, werde ich so beleidigend, dass es für dein Alter sowas von nicht mehr geeignet ist. Damit fronten, dass er dauernd onaniert. Ich hab keinen Bock gehabt, das auszuformulieren. Killer, du nennst dich Punisher statt du mit X. Ich hoffe, du fällst hin, du verlierst, du verlierst, du verlierst, aber siehst doch mal positiv. Ich gewinn, ich gewinn. Siehst doch mal positiv, du verlierst, siehst doch mal positiv. Du verlierst wie ein erwachsener Mann. Ich fahre dich an wie ein erwachsener Mann. Wie ein erwachsener Mann.
Okay. Dann haben wir nochmal den Punisher, wa? Hol ich mal meinen Notizzettel raus, meinen digitalen. Yo. Alles, was ich wollte, ist ein Gegner. Hallo Extra Brian, Dicky, du bist Gegner Nummer 1 in meinem Battle Cup. Da wird das Turnier super leicht, wenn ich den Gegner krieg, der alles wiederholt. Nur damit Wack-A-Line zu Running Gags werden. Du musst dich pro Part ja schon selber beißen. Und bei deinen Witzen musst du pausenlos lachen. Doch weil die Atmung zu schwach ist, stirbt er an Sauerstoffmangel. Und wenn du mir mal sagst, komm Dicker, gib mal Gas, meinst du Sulfur, Hexafluorid für den Stimmeinsatz. Denn ich mein, was bittest du so ein, was für individuell. Ich geh bald Gig spielen und so, du auf Tinder, Dates von Brian, ja. Deshalb hör mit dem Rumgelaber auf, du bist kein aber dafür unter aller Sau. Deine Art zu rappen ist nicht mehr als lächerlich und dumm. Schweiz sie nicht nur durch dein Atlas, liegen Welten zwischen uns. Ich muss mich fremd schämen bei den Texten, sag von wem hat dieser Herb die Lines. Ich trippe deinen Mentor ein und sag ihm halt die Fresse, Brian. Denn du bist so wie sein kleiner Sohn, doch ob man da jetzt stolz drauf sein kann, naja, als Brian schon. Gibst dir niemals Mühe für Runden, doch wunderst dich dann, dass du fliegst, lol. Du bist so ein Typ, der gar nicht lernt und dann wegen der 5 voll. Yeah. So nett alles. Yo. Jetzt hab ich dich in diesem Battle. Du bist wirklich mutig. Du hast so einen Tech-Körper, die schmeißt mein Mixer in die Fresse. Oh, yeah. Alles, was ich wollte, ist ein Gegner. Jetzt hab ich dich, Mann, na toll. Denn diese Tipp-Off. Rap doch bisschen gedrückter, ich glaub, Paco wird es toll. Du machst für den Spieler Rap. Wenn Franke würfelt, was er sagt, wird dir ein Würfel nicht gerecht. Also halt mal dein Ego, der beste Schweizer in diesem Turnier bleibt Nico. Ja, bist du stolz? So, und nochmal extra Schweiß. Du Mozart sein, du kommst trotzdem aus Österreich. Ja, ich löse das wie ein erwachsener Mann. Ich fahre dich an und frag dich danach, was hast du getan? Schlüpfe mich im Fick zwischendurch, locker schluffig. Für dich der spannendste Moment in deinem Leben seit den Schocks in der McDonalds-Rutsche. Und während du gerade weg bist, für dein Video machen deine Eltern wieder einen Unfall auf deinem Straßenteppich. Mal im Ernst jetzt, deine Lines sind krass. Liegt wahrscheinlich dran, dass das meine waren. Ja, Doppelschöpfung kann ja mal vorkommen, so achtmal pro Partner. Ja, ich lieg vielleicht auf falsch. Wenn das weitergeht, werde ich so beleidigend, dass es für dein Alter sowas von nicht mehr geeignet ist. Damit fronten, dass er dauernd onaniert. Ich hab keinen Bock gehabt, das auszuformulieren. Killer, du willst nicht panischer Statut mit X. Ich hoffe, du fällst hin. Du verlierst, aber siehst doch mal positiv. Ich gewinn. Siehst doch mal positiv. Du verlierst, siehst doch mal positiv. Du verlierst wie ein erwachsener Mann. Ich fahre dich an wie ein erwachsener Mann. Wie ein erwachsener Mann. So, Leute, jetzt liegt es wieder an euch. Gebt da doch mal ebenst ein Vote ab. Krasses Battle auf jeden Fall. Krasses Battle auf jeden Fall. Das schmeckt. Wie das schmeckt. Bruni, bist nur noch da und könntest du ein Voting machen? Geht da was? Brunsbert? Wir haben zuletzt die Extra-Schweiz geguckt und davor war das der Punisher. Genau. Sonst mache ich das eben hier doch. Punisher. Guck mal, selbst ist der Mann, Digga. Extra Schweiz oder ein Draw und Dauer eine Minute, haut hin, let's go. Der Inhalt erfüllt nicht die Richtlinien. Ach, Twitch hat Faxen gemacht, okay. Guck mal, und da deswegen ist Bruni der Beste. Bruni hat hier eben ganz fix eine andere Abstimmung geregelt, nämlich auf Straw Poll. Ist nämlich doch nicht so selbst der Mann. Hier jetzt gerne mal ein Bruni, ein dich reinhauen. So verlassen. Auf dich ist Verlass, Digga. Hätte mich auch gewundert. Eine Bank.
Ach so, Bruni sagte schon, gib mir eine Sekunde. Na klar. An der Stelle kann man erstmal vielen Dank sagen für Hazen MC nochmal für den Follow, Wanto für den Follow und Imp. Hoher Besuch, Imp. Grüß dich doch mal, mein Lieber. Grindet hier rein mit einem Follow. Vielen, vielen Dank. Bruni als Imps Gustal. Ja, auf jeden Fall. So. Was meint ihr? So. Ist schon vorbei? Oder? Ja, wir warten hier noch mal. Wir warten hier noch mal 20 Sekunden. Es sind 83 Votes, also es scheinen eigentlich alle zu sein, die auch die ganze Zeit hier mit am Start sind. Es werden immer mehr. Je länger du werft, du drückst. Mhm. Der hat 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, gucken wir Ergebnis an. Es geht mit 39 Votes an Extra Schweiz. Aber haarscharf, 35 Votes gehen an Punisher. Und Draw haben hier 13 Votes. Jetzt sind Tamu sehr, sehr ausgeglichen. Und jetzt sind wir an der Stelle. Tamu, hast du schon ausgefüllt? Ich habe ausgefüllt, ja. Wir zählen mal eben runter. 3, 2, 1, 0. So. Ui, jetzt wird spannend. So. Was heißt spannend? Jetzt ist es ist halt ein Draw insgesamt. Jetzt. Es ist halt insgesamt ein Draw. Haben wir noch nie gehabt hier, ne? Haben wir noch nie gehabt, krass. Also. Doch. Aber noch nie so gehabt, dass Chat für. Haben wir überhaupt einen Draw? Da müssen wir nochmal ganz kurz rechnen. Chat. Doch. Chat für Extra Schweiz, Tamu. Und ich gebe einen Draw. Heißt, also, es sind zwei. Es sind 2-2. Es ist sehr, sehr ausgeglichen. Hat man ja auch jetzt schon am Juryvote gesehen, so. So, also an der Stelle kann man schon mal sagen, Punisher auf jeden Fall mit Überstyle, so. Ich finde der hat... Das hat mich einfach so von der Sympathie, Charisma, wie die Lines rübergebracht wurden, so einfach, wie er sich selbst dargestellt hat, hat mich voll abgeholt. Und bei der Extra Schweiz nicht so, muss ich sagen. Die Extra Schweiz hat auch ein bisschen zu monoton so sein Ding durchgerappt und da fand ich das irgendwie erfrischender. Ja, man könnte auch sagen, Katzen gegen Hunde. Ich fand es auf jeden Fall witzig, wie viele Schullines der Punisher drin hatte. Der Diecke Weltatlas war da auf jeden Fall drin und wenn man, du bist so einer, der nicht lernt und dann 5 schreibt. Schullines aber dann auch legitim, ne? Muss man legitim ist schon, also muss an der Quelle sitzen auf jeden Fall. Ja, so. Ich fand die Atmo-Line fand ich auf jeden Fall gut gerappt. Genau, gar nicht lernt wegen der 5 heute, habe ich hier stehen. Aber zum Beispiel so eine Line wie bist kein Top-Tier, aber unter alle Sau, so. Und trotzdem an der Stelle ausgeglichen, weil Extra Schweiz hat halt auch gut gestylt so, und hat halt auch gute Lines gebracht, so, ne? Also Lines-technisch war das schon sehr, sehr ausgeglichen gewesen. Und auch videotechnisch hat das auf jeden Fall gepasst. So die in der Schweiz war halt sehr abstrus. In der da kam es auch wieder durch, so dass es wichtig ist, die Runde zweimal zu gucken. Weil nach dem ersten Mal gucken war ich noch bei Punisher gewesen, Punkt für Punisher. Mhm. Und nach dem zweiten Mal gucken habe ich das Draw gegeben, weil ich dann die Lines mir nochmal ganz genau angehört habe. Die McDonald's Line fand ich auf jeden Fall gut. Werde ich sonst so beleidigen, dass sie für dein Alter nicht geeignet sind? So, die fand ich auf jeden Fall krass, die Line. Aber zum Beispiel die Unfall-Line habe ich nicht so ganz verstanden. Aber trotzdem, das hat sich halt lines-technisch hier bei mir genau ausgeglichen auf dem Blatt. Und rap-technisch fand ich beide dope, Video fand ich beide dope. Deswegen war schon sehr ausgeglichen. Muss es hier für mich einen Draw geben. Meine Entscheidung war jetzt auch nicht so einfach. Mhm. Und die Chat-Entscheidung war ja auch sehr knapp beieinander. War geiles Battle, oder? Ja, das war ein schönes Battle, auf jeden Fall.
Also sehr, sehr stark. Guck mal, ob wir jetzt generell mal einen Draw hatten. Ja, wir hatten ja einen Draw bei Benson. Bei Benson gehabt. Ach so, ja. Aber da war es ja halt gewesen, Chat so und du so. Und hier hatten wir es ja so gehabt, dass wir alle komplett unterschiedliche Ergebnisse hatten. Schon wild. Schon wild. Aber das macht es ja am Ende des Tages auch aus, ne? Und es kann ja auch nicht jeder immer mit allen Votings hier übereinstimmen. Da fühlt sich auch jemand manchmal auf die Füße getreten, so. Das ist halt einfach so. Ne? Schade, dass einer raus muss, sagt Sex Kongo. Auf jeden Fall super Battle. Also, jetzt kommen wir zum auch besonderen Teil des Abends, kann man sagen. Denn wir haben noch zwei Battles über, die bislang noch nicht im weltweiten Internet verlinkt wurden. Nämlich Two Fields gegen Low Ladder Noob und Romantik gegen HBK. Die beiden Runden kommen morgen raus gegen 16 Uhr und wir schauen sie jetzt schon mal an. Es ärgert mich richtig, dass ich die Slashline bei Shirley nicht gleich gecheckt habe. Warum nervt dich das? Weil mich das super unterhalten hätte, hatte ich es kapiert. Ja. Wir können es ja gleich nochmal nach dem Stream nochmal anwerfen. Achso, das hätte dich in dem Moment hättest dich gepackt. Genau. Ah, nicht. Also, dann muss ich mir jetzt mal eben. Two Fields müssen wir anfangen, ja. Ja, komm mal. Jetzt muss ich mal kurz parat kommen hier. Jetzt wird es nämlich noch komplizierter. Ich muss jetzt mal ganz kurz in den WhatsApp-Verlauf mit ab. Der hat mir nämlich die Runden geschickt. So, Bruni hat geschrieben, also ihr könnt auch gern selbst nochmal machen, falls ihr das anders haben wollt. Nee, Digga, es war alles perfekt gewesen. Bruni hat uns auch die Auslosung für Schach zugesendet. Fahren wir uns auch rein nach dem Battle. Also wir haben einen Wildcard-Gewinner. Und jetzt suche ich ab. So, wir fangen an mit Two Fields oder Low Ladder Noob? Ne, Two Fields. Two Fields. Mach vielleicht nochmal die Notification aus bei WhatsApp, falls ihr da an. Low Ladder Noob. Leute, für die neuen Runden jetzt nochmal eine kleine Emote-Welle hier rein. Wer hat Bock auf ein ganz frisches Battle? So ein richtig, richtig frisches Battle. Ne? Wird Bock. Ich hab Bock. Spaß an guten Battles. Spaß an guten Battles rein. Ne? Da klöbert's doch direkt. Also, wir fahren uns jetzt Two Fields. Ich hasse euch alle. Moiner Dusi, grüß dich doch mal. Und hinein in die Runde. Bist du ready? Ich bin ready. Let's go. Low Ladder Noob, ich find dein Flow echt nicht gut. Wie ein wacker Hurensohn zu klingen, hab ich doch schon längst versucht. Ja Mann, die schreibe ich auf. Dass du gegen mich was reißen kannst, ist leider nicht zu glauben. Schau, ich kick den Noob jetzt raus, ey, du bist down. Du bist nicht auf meinem Level, nee. Es ist keine Rettung mehr zu sehen. So wie deine Mucke klingt, wirst du im Battle safe nicht taugen. Boy, du klärst dir keine Chicks durch Musik tauben. Du bist nicht auf meinem Level, nee. Tut dir deine Wack nicht, wenn ich weh. Ich sag es, du bist Wack, Boy. Deine Quali, die hat keinen roten Faden, keinen Thread. Du dich wahllos einfach alle, doch die Punches sind nicht fresh. Guck, ich krieg dich schon mit Style, aber hab auch deinen besseren Text, Boy. Ist schon hässlich, wie du Lappen da antanzt. Die Welt braucht mehr Maskenrapper, bitte mach mal den Anfang. Ich shoot und loot den Loot, der Dude ist musikalisch fraglich. Doch trotzdem Prinz Eisen, herzlichen Glückwunsch zu den Haaren. Fuck you, Bro. Bye. Probleme, die ich hatte, verwandle ich in Schläge auf deinen Nacken. So. Direkt die Runde von Low Ladder Noob
hinterher. Und let's go. Du machst Minecraft-Tutorials und Mods, wow. Du bist safe das coolste Opfer von den fiesen Grundschulmobbern. Junge locker, denkst du, du hast hier eine gute Chance. Doch das ist nicht Minecraft, du kannst dich nicht in die nächste Runde morden. Für dich ist Kanisterkopf ein super nettes Kompliment. Dein Schädel sieht so aus, als hättest du da zum Tutorial. Was willst du würfeln mit deinem eckigen Gesicht? Du machst Facebook mit Steve und es ändert sich halt nichts. Du bist Inside-Job-Member, musst du immer erwähnen. Und ja, dann würdest du das nicht sagen, wird dich niemand bemerken. Für andere wäre das schlecht, die wären sich pausenlos am Slam. Aber du bist stolz darauf, im Mission ausgenutzt zu werden. Versuch das nicht zu leugnen, das wäre peinlicher Scheiß. In deinem Song Nachricht sagst du, dass dir keiner freiwillig schreibt. Mit einem Textniveau von 14-Jährigen auf Soundcloud. Ich lese mir den Müll durch und verstehe deine Trauer. Doch dass du Emo-Songs machst, überrascht mich kein Stück. Denn dass du edgy bist, fängt ja schon bei deinem Kopf an. Wo ist eigentlich der Sinn bei dieser Scheiße, die du bringst? Schritt mit allem, was du machst, versuchst du Peinlichkeit zu skillen. So, direkt nochmal, too viel zu daher, ja logisch. Low Ladder Noob, ich find deinen Flow echt nicht gut, wie ein wacker Hurensohn zu klingen, hab ich doch schon längst versucht. Ja Mann, die schreibe ich auf. Dass du gegen mich was reißen kannst, ist leider nicht zu glauben. Schau, ich kick den Nubitz raus, ey, du bist down. Du bist nicht auf meinem Level, nee. Es ist keine Rettung mehr zu sehen. So wie deine Mucke klingt, wirst du im Battle safe nicht tauben. Boy, du klärst dir keine Chicks, du schluss die Tauben. Du bist nicht auf meinem Level, nee. Tut dir deine Wack nicht, wenn ich weh. Ich sag es, du bist wack, boy. Deine Quali, die hat keinen roten Faden, keinen Thread. Du dich wahllos einfach alle, doch die Punches sind nicht fresh. Guck, ich krieg dich schon mit Style, aber hab auch deinen besseren Text, boy. Ist schon hässlich, wie du Lappen da antanzt. Die Welt braucht mehr Maskenrapper, bitte mach mal den Anfang. Ich shoot und loot den Noob, der Dude ist musikalisch fraglich. Doch trotzdem Prinz Eisen, herzlichen Glückwunsch zu den Haaren. Fuck you, bro. Bye. 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 Alle meine Sorgen und Probleme, die ich hatte, verwandle ich in Schläge auf deinen Nacken. So, next. Du machst Minecraft-Tutorials und Mods, wow. Du bist safe das coolste Opfer von den fiesen Grundschulmobbern. Junge locker, denkst du, du hast hier eine gute Chance. Doch das ist nicht Minecraft, du kannst dich nicht in die nächste Runde morden. Für dich ist Kanisterkopf ein super nettes Kompliment. Dein Schädel sieht so aus, als hättest du da zum Tutorial. Was willst du würfeln mit deinem eckigen Gesicht? Du machst Facebook mit Steve und es ändert sich halt nichts. Du bist Inside-Job-Member, musst du immer erwähnen. Und ja, dann würdest du das nicht sagen, wird dich niemand bemerken. Für andere wäre das schlecht, die wären sich pausenlos am Slam. Aber du bist stolz darauf, im Mission ausgenutzt zu werden. Versuch das nicht zu leugnen, das wäre peinlicher Scheiß. In deinem Song Nachricht sagst du, dass dir keiner freiwillig schreibt. Mit einem Textniveau von 14-Jährigen auf Soundcloud. Ich lese mir den Müll durch und verstehe deine Trauer. Doch dass du Emo-Songs machst, überrascht mich kein Stück. Denn dass du edgy bist, fängt ja schon bei deinem Kopf an. Wo ist eigentlich der Sinn bei dieser Scheiße, die du bringst? Tritt mit allem, was du machst, versuchst du Peinlichkeit zu skillen. So, Leute. Seid ihr ready für eine kleine Bewertung? Mhm. Also, Boonsbert, oh, gib's 1,9 Abstimmung. Gib's 1,9 Abstimmung. Justin Jesus und Safran folgen hier rein. Danke euch doch mal. Hat Boni irgendwas geschrieben? Komm mal direkt wieder aufs Drop Hall.
Also jetzt rein in den Link, hinein in den Link und gerne mal eine Abstimmung da lassen. Hoi, das geht aber fix. Das geht aber richtig fix hier. Ich gucke hier gerade mal auf die Uhr. Haben wir noch 40 Sekunden. Zack. Ich finde es sehr, sehr interessant, wie gespalten die Meinung im Chat denn doch auch noch ist. Schon, ey. Manchmal ist es richtig toll. Also nicht nur bei dem Battle jetzt, sondern da gab es schon krasse Meinungsunterschiede. Ja, letzten 10 Sekunden. Ja. 1-0. Voting East Ende. Two Fields gewinnt mit 48 Stimmen, 56%. Low Ladder Noob bekommt 28 Votes mit 32% und ein Draw haben 9 Leute gewotet. Also Publikumsvote geht an Two Fields. Tamo. Wir werden nun auch hier mal eben unsere Bewertung abgeben. Hast du was aufgeschrieben? Klar. Nice. Warte ganz kurz. Kein Problem. 3, 2, 1. Boots. Ja, eindeutig geht dieses Ding 3-0 an Two Fields. Und ich bin gespannt, was du dazu jetzt sagst, mein Lieber. Ich fand die Stimmung, die er da aufgesetzt hat, einfach derbe unterhaltsam. Das hat mich einfach abgeholt. Das war sehr spaßig. Er hat sehr gute Pointen gesetzt. Er hat das Ganze irgendwie sehr locker rübergebracht. Kommt cool rüber. Kommt cool rüber, würde unser Dexis sagen, ne? Willst du dazu auch was sagen oder soll ich schon zum Low-Ladder-Noob? Nee, kannst erstmal durchgeben. Low-Ladder-Noob fand ich halt den Stimmeinsatz ein bisschen schwierig. Das war ein bisschen anstrengend, den zuzuhören. Das klang manchmal auch irgendwie sogar verhaspelt oder undeutlich. Wunderschönes Video hat er allerdings gemacht. Aber jetzt so ein richtig... Was ist schon mal so auf so einem Fotoshooting, wo es dann so, ja, jetzt guck noch mal so. Jetzt guck noch mal so. So kam das bei mir rüber. Und dann hat er so, guck mal jetzt sexy. Und er so, Das war auf jeden Fall so eine richtig awkward Sekunde. Also ich glaube, vor allen Dingen die Lockerheit hat es für mich jetzt hier gemacht, dass ich da eher an Two Fields. Also Low Ladder Noob war mir da irgendwie zu verkrampft, zu gewollt, zu anstrengend. Ja, also Video ja so eigentlich sonst ganz schön, so, also vom Ding her, die Minecraft-Lines so, Kanisterkopf, ein bisschen furzig so, im Allgemeinen so, er hat es halt einfach nicht geschafft, pointiert, da irgendwie Punchlines zu bringen, so, es hat mir gut am Rumstolpern gewesen, gut einen abgestolpert hat er sich da und Two Fields dagegen schön mit 80er-Vibes und vor allem den Vibe, den er rübergebracht hat für mich, American Psycho, so ein bisschen Christian Bale-mäßig. Wer jetzt? Two Fields. Ach so, ja. So, hat mich da auf jeden Fall direkt rangeholt und ja, textlich halt zwei, drei gute Lines gebracht. Die Schläge Nackenline fand ich gut. Die Maskenrapper-Line fand ich gut. Ich hab mir da auf jeden gut. Fall noch. Digga, was war das denn, Digga? Darth Moin. Vader, Digga. Und die Hook hat mich auf jeden Fall, sehr gut. Also für mich mehr als klares Ergebnis, dass Two Fields hier gewonnen hat. Bruni schreibt gerade, Two Fields, miese Minecraft-Ikone damals. Das muss man natürlich wissen, keine Ahnung. Hier hat irgendwas gerade reingeklöbert. Kann das sein? Mal ganz kurz einen kleinen Aktualisierer da. Alter Schwede. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall, schon wieder heftig hier. Also Gabo hat hier beim letzten Mal schon
250 Euro reingeklöbert und haut hier einfach nochmal 240 Euro hinterher. Alter Schwede, krasser Dude, Mann. Vielen, vielen Dank, Digga. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht genau, was ich da schon wieder zu sagen soll. Ich glaube, Gabo hat einfach so richtig, richtig, richtig Bock auf diese Reportage. Richtig, richtig Bock auf die Doku. Er zieht quasi jetzt hier mit Schwung den Hype-Train an. Magst du die Message kurz vorlesen? Keine Sorge, wir sind noch im Zeitplan. Dickerchen. Ja, sag doch, er will die Reportage. Ja. Also, man muss an der Stelle auch nochmal sagen, Digga, alles gut, Mann. Vielen, vielen Dank, Mann. Was haben wir langsam Dank. Nervös? Ich bin da ja voll zwiegespalten, ne? Weil natürlich möchte ich, dass wir dieses Donation-Ziel erreichen. Aber gleichzeitig muss ich mir jetzt auch nicht unbedingt diese Doku angucken. Also ich bin auf jeden Fall richtig dafür, dass wir diese Doku gucken. Und dafür an alle Leute, die diese Doku sehen wollen, können gerne mal ein Giftig-Emote für unseren Gabo hier reinklöbern. Das wäre auf jeden Fall heiß. Das wäre auf jeden Fall sehr heiß. Wer hat Bock auf die Doku? Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich klöber hier mal direkt ein Giftig-Emote rein, weil er bringt uns hier dem Ziel um einiges näher. Bringt uns dem Ziel näher, dass wir für Tamo endlich zu Hause den Streaming-PC einrichten können, dass er auch von zu Hause aus streamen kann. Das wird einfach nur heftig. Sehr, sehr geil. Man muss aber auch sagen, wenn ihr die Doku wirklich gucken wollt, könnt ihr den Gabo das auch nicht alleine machen lassen, ne? Nein, nein. Also, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Donation, sei sie auch noch so klein. Ja, damit wir das hier auch alles richtig geil machen können, weil das funktioniert schon wirklich sehr gut. Und Malte hat sich einfach mal gesagt, komm, wir machen das jetzt und hat erstmal hier Geld reingesteckt. Und das haben wir durch euch wieder gekriegt und das macht einfach nur richtig Spaß. Und wir gucken natürlich, wie wir euch das zurückgeben können. Also, wenn es heißt, ich muss mir die Doku reinziehen, dann muss ich es wohl. Du, sie fragt gerade, wie viel Tamo ist in dieser Doku? Und ich würde sagen, das sind schon, was meinst du? Also ich habe die Doku ja noch irgendwann vor, ich habe die vor 10 Jahren mal gesehen. So. Also sagen wir so, genug, dass ich sie dir nie wieder zeigen wollte. Das weißt du selbst. Genug, dass ich auf jeden Fall Zeit eine Zeit lang auf der Straße angesprochen wurde. Hey, ich habe dich am Wochenende im Fernsehen gesehen. Genug, dass das ein Thema auf einer Familienfeier war. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich sehe hier den einen oder anderen Jan Sommer im Chat. Das kann nur eines heißen. Unser Brudi Kiko ist hier gerade hineingeritten. Grüß dich doch mal, mein Brämen. Schön, dass du uns beehrst hier. Sehr, sehr geil, Mann. Was geht, Leute? Ihr könnt auf jeden Fall alle, die Spaß an guten Streams haben, Spaß, Bock auf guten Raps haben, können gerne mal bei unserem Partnerkanal Kick of Queens, können wir mal direkt mal hier einen kleinen Command reinhauen. Gerne mal auf Kikos Twitch-Kanal reinklöbern. Da wird am Wochenende ein 24-Stunden-Stream stattfinden. Also ein XXL-Stream. Und ich weiß gar nicht genauso warum, aber alle Leute, die auch Mundmische feiern, sollten da auf jeden Fall am Wochenende reinschauen, weil da könnte auf jeden Fall guter Content kommen. Ich Ich habe mir da auf jeden Fall noch. Digga, was war das denn, Digga? Darth Moin! Digga! Überraschung, wer war das denn? Und der Automat TomTom haut hier auch nochmal direkt einen Zehner hinterher, Alter. Vielen, vielen Dank, Digga. Danke für den Support. Dankeschön. Danke, danke. Es gab auch noch einen Follow, glaube ich, von den Tobashi TV. Weiß ich nicht, ob wir den verpasst haben. Hammer verpasst. Ansonsten kommen wir zum letzten Battle des Abends, oder? Guck mal, es ist 23:30. Es hat wirklich echt den ganzen Stream gedauert, das ist schon krass. Ja, aber ich fand's gut. Ich fand's gut bisher. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Battle. Romantik gegen Habeka. Auch beides Dudes, die hier regelmäßig im Chat unterwegs sind. Kann mir vorstellen, dass die beiden auch noch am Start sind. Runden wurden auch, wie gesagt, noch nicht im Internet gezeigt. Da klöbern wir doch direkt mal gleich hinein. Ich suche mal den Link raus. Wen gucken wir zuerst? Zu wen hier auch gepasst. Habeka gucken wir zuerst, genau. Ne?
Ich habe mir da auf jeden Fall noch... Digga, was war das denn, Digga? Darth Moin. Vader, Digga. Digga, bevor wir die Runde anschmeißen... Überraschung, wer war das denn? Der König der Wale. Auch mal einen hinterher donated. 10 Euro und 1 Cent. Das sieht schon wieder nach OCD aus. Ich habe Bock auf das Schleckermäulchen, Tamo. Ja, ich auch. Ich auch. Ich suche mal ganz kurz eben die Runde vom HBK raus. Ich bin gerade verklickt wie so ein Trottel hier, ey. Wie so ein Trottel, ey. Ich kann ja beide schon mal aufmachen, so. Haben wir es gleich. Vorbereitende Paladin, ey. Romantik. Vorausschauende Paladin. Ja. Leute, ich mach mal ganz kurz hier nochmal den Krams auf. Und jetzt wird nochmal das Textblatt gezückt. Wir werden gleich wieder 2x2 Runden schauen, ohne Unterbrechung, ohne Kommentar. Ihr bewertet danach, wir bewerten danach und dann werden wir dazu noch was sagen. Schlafende sagt, ich hoffe, dass sich das jetzt noch lohnt, sonst werde ich wütend. Ich habe mir da auf jeden Fall noch... Digga, was war das denn, Digga? Darth Moin. Vader, Digga. Digga, kommt mir gerade noch direkt einer hinterher. Überraschung, wer war das denn? Mattelfors sagt, whoop whoop, bald ist es soweit und klöbert nochmal direkt 4,99 Euro. Ich habe mir da auf jeden Fall noch... Digga, was war das denn, Digga? Darth Vader, Digga. Digga. Überraschung, wer war das denn? Der gute Koch klöbert nochmal 9,99 € rein. Ihr wisst es. Jungs, vielen, vielen Dank. Ihr wisst es, heißt, die Summe ist jetzt wieder gerade. Ja. Oder nicht? Nee, es scheint ungerade zu sein. Ah, weil Dings hat ihn dazwischen gefunkt. Hm. Hm. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ey, Leute, danke, Mann. Jetzt HBK und HBK gegen Romantik. Du musst noch einmal die Paarung da wegfahren. Ach so. Ich habe mir da auf jeden Fall noch... Digga, was war das denn, Digga? Darth Vader, Digga. Digga. Überraschung, wer war das denn? Der Koch klöbert noch mal fürs gute Gewissen noch mal 5 Euro hinterher. 5 Euro und 1 Cent. 5 Euro und 1 Cent, damit die Zahl wieder gerade ist. So. Ne? Also ich, das ist befriedigend auch so ein bisschen. So. Ja, klar. Also, dass die Zahl gerade ist, meine ich. Natürlich auch, dass wir Geld auf unserem Balken da haben. Das freut uns natürlich. Einfach nur ein schönes Gefühl. Vielen, vielen Dank. Tom Sonic, schon ein bisschen nervig, die Alerts. Das ist dann leider so. Also, HBK, Start und rein da. Du hast also gegen Brian verloren, ja ist doch gut jetzt. Dich auf ihn zu reduzieren, klappt doch nur, weil du's zulässt. Denn du erwähnst ihn überall, wo du nur kannst. Doch ich bring den Flow-Fehler im Part und du hast Angst. Dieses Jahr schon über 20 Runden, aber die sind alle gleich. Sagst jedem Gegner, er rappt scheiße und dann irgendwas mit Brian. Willst dich hierfür selber pushen, doch bist maßlos überfordert. Denn du kaufst dir das nicht ab bei deinem Adenauer-Wortschatz. Hast nur billig Lines vom Netto, wühlt dich parat. Und drehst die Quali auf dem Klo, aber spielst da nicht mal. Nach Kritik an deinen Videos rappst du draußen, doch was ändert das? Es zeigt nur, dass die Eintönigkeit nicht an den Locations lag. Du hängst dich jetzt rein, denkst, du bist richtig kreativ, doch Reaktionen auf deine Runden sind. Ja, Mische ist stabil. Wenn jemand in einer Doku hinter so einer Schattenwand sitzt, dann wäre es passend, wenn die Audio ein Romantik-Part ist. So, HBK. Jetzt kommt Romantik. Abeko. Was soll ständig die Unsicherheit? Okay, wer man dich kennt, dann nur als Kumpel von Brian. Sogar dein Mischer denkt, ist das dein Ernst? Was dein Lappen? Deine Runden klingen als Lutzen, hast du mehr, wie du machen? Abeko, nicht, dass die Nachbarn sich beschweren. Nicht so Abeko, zweiter Stock. Und die dann nur zum Berne. Jetzt im Ernst, ist ein Scherz oder du frontest meine Quantität. Dann setzt die beide klopfen, um zu schauen, ob du überhaupt noch lebst. Und dann sagst du, dass ich in den Runden nie nach draußen gehe. Doch wer nicht im Glashaus sitzt, sollte von der Couch aufstehen. Schau in den Spiegel und sag selber zu dir, ich bin
Post doch raus, dabei kommt nichts an Schrott, als wärst du grad bei Stille Post. Von wem bist du Props? Dafür, das würde ich gern wissen. Ich mein, schaut mal deine Runden, hält man dich für ne Statisten, hör auf Fettenlein zu kicken. Ich mein, du weißt, wer du bist. Dein Doppelkinn sieht dir auch nicht als ein zweites Gesicht. Ayo, wie peinlich das ist, dein Rap klingt nur noch nach Reederei. Nach Schauen deiner Runde halbiert man sich die Lebenszeit. Also, was willst du erzählen? Deine Runden sind nicht fresh, eher so ein Jahr lang Quarantäne. Deshalb siehst du mich gehen, denn du schaffst alle vier Monate einen Part, wo du eigentlich nicht sagst. Ja, und Brian, nennst du dich stark? Keiner sagt zu deinem Jungen vom Flow, boah, Junge, laid back. Bei dir kriegt man, wenn dann Vor- und ein Flashback. Zerstör dein Headset oder lass es lieber ganz bleiben. Aus dem Entlein wird dein Schwarm und du wirst halt ne Gans bleiben. In deiner Quali hast du noch die Mundmische gedisst. Und als die Jury dann bekannt war, sagst du, Jungs, war nur ein Witz. Okay. Romantik. Und Herr Beger nochmal direkt hinterher. Du hast also gegen Brian verloren, ja ist doch gut jetzt. Dich auf ihn zu reduzieren, klappt doch nur, weil du's zulässt. Denn du erwähnst ihn überall, wo du nur kannst. Doch ich bring den Flow-Filler im Pfad und du hast Angst. Dieses Jahr schon über 20 Runden, aber die sind alle gleich. Sagst jedem Gegner, er rappt scheiße und dann irgendwas mit Brian. Willst dich hierfür selber pushen, doch bist maßlos überfordert. Denn du kaufst dir das nicht ab bei deinem Adenauer-Wortschatz. Hast nur billig Lines vom Netto, wühlst dich parat und drehst die Quali auf dem Klo, aber spielst da nicht mal. Nach Kritik an deinen Videos rappst du draußen, doch was ändert das? Es zeigt nur, dass die Eintönigkeit nicht an den Locations lag. Du hängst dich jetzt rein, denkst du bist richtig kreativ, doch Reaktionen auf deine Runden sind, ja, Mische ist stabil. Wenn jemand in einer Doku hinter so einer Schattenwand sitzt, dann wäre es passend, wenn die Audio ein Romantikpart ist. Und Romantik direkt nochmal hinterher. Was soll ständig die Unsicherheit? Okay, wer man dich kennt, dann nur als Kumpel von Brian. Sogar dein Mischer denkt, ist das dein Ernst? Was dein Lappen? Deine Runden klingen als würd's nass im Meer, wie du machen. Abeker, nicht dass die Nachbarn sich beschweren. Ich so Abeker, zweiter Stock. Und die dann nur so Werne. Jetzt im Ernst, ist ein Scherz oder du frontest meine Quantität. Dann setzt die bei den Klopfen, um zu schauen, ob du überhaupt noch lebst. Und dann sagst du, dass ich in den Runden nie nach draußen geh. Doch wer nicht im Glashaus sitzt, sollte von der Couch aufstehen. Schau in den Spiel. Und sag selber zu dir, ich bin Boss. Doch raus dabei kommt nichts an Schrott, als wärst du grad bei Stille Post. Von wem bist du Props? Dafür, das würde ich gern wissen. Ich mein, schaut mal deine Runden, hält man dich für ne Statisten. Hör auf Fettenlein zu kicken, ich mein, du weißt, wer du bist. Dein Doppelkinn sieht dir auch nicht als ein zweites Gesicht. Ayo, wie peinlich das ist, dein Rap klingt nur noch nach Reederei. Nach Schauen deiner Runde halbiert man sich die Lebenszeit. Also, was willst du erzählen? Deine Runden sind nicht fresh, eher so ein Jahr lang Quarantäne. Deshalb siehst du mich gehen, denn du schaffst alle vier Monate nen Part. Du eigentlich nicht sagst, ja und Brian, nennst du dich stark? Keiner sagt zu deinem Jungen vom Flow, boah, Junge, laid back. Bei dir kriegt man, wenn dann Vor- und ein Flashback. Zerstör dein Headset oder lass es lieber ganz bleiben. Aus dem Entlein wird dein Schwarm und du wirst halt ne Gans bleiben. In deiner Quali hast du noch die Mundmische gedisst. Und als die Jury dann bekannt war, sagst du, Jungs, war nur ein Witz. So. Also, Leute. Es sind noch 173 Leute am Start. Brunsberg hat natürlich instant die Abstimmung hier für uns parat gestellt. Knapp eine Minute Zeit, einmal bitte rein, einmal bitte ein letztes Mal für den heutigen Abend abstimmen. Tamu und ich schreiben auch kurz unser Ergebnis auf und werden wir das letzte Ergebnis gleich verkünden. Was für ein Abend, ne? Ein wilder Ritt. Wilder Ritt auf jeden. Wilder Ritt auf jeden, ey. So. Geht hier schon was? Also ich muss schon sagen, so dieses One Battle zu bewerten und anzugucken und so von Anfang an dabei zu sein, das macht mir schon richtig Spaß. Ja. Also das bockt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist auch sehr nice eigentlich. auch alleine. Digga, da habe ich auch schon den Regeln, dass die Runden Check halt so eine Minute sind. Das ist eine Minute schon 30. Giftig, Mann, Digga. Ist alles sehr knackig. Alles sehr knackig, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Shirley, mein Lieber, an dieser Stelle danke für den Sub schon hier im dritten Monat oder im zweiten fortlaufenden Monat. Danke dafür auf jeden Fall. Zack.
haben wir auf jeden Fall nochmal aktiv ein paar Votes hier eingefangen. Guck mal, ist das Falsche, was ich hier gerade angeklickt habe? Extra Schweiz? Gewonnen hat Extra Schweiz. Gewonnen. So, die letzten 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Let's go! So, 98 Stimmen wurden abgegeben. Davon gehen 51 an Romantik. Das ist, glaube ich, fast die meisten Votes an einem Abend jetzt hier, ne? Ja. Kann man so sagen. War aber auch ein krasses Battle. Habeke hat 31 Stimmen, also ja. Somit hat Romantik 52%. Und 16 noch Draw, ne? Und 16 geben noch Draw, sind 16% auch. Also schon wild. Ausgeglichen, wild, schon wild, ausgeglichenes wild. Battle. Also kommt es vielleicht auf uns an. Mal sehen. Ja, erstmal klöbern wir beide unsere Bewertung hier raus. Jetzt hören wir hier mal runter. 3, 2, 1, Boots. Ups. Ja. Also. Ja, okay. Sehen wir anscheinend alle gleich. Aber schon knapper auf jeden Fall. Jetzt nicht eindeutig für Romantik, schon knapper. Also beim ersten Mal dachte ich knapper und beim zweiten Mal dachte ich, nö, das hat er schon gut gewonnen. So. Also erstmal hat er ein schöneres Video, da ist einfach mehr Energie und er hat einfach eine krasse Audio hingeliefert. Also mal abgesehen von den Lines, auch einfach von der Stimmung, von der Energie, schon gut geballert, die er überträgt, so. Das hat richtig Bock gemacht. Ja, so. Ja, hat schon sehr stabil geballert, Romantik. Ich fand die Quarantäne-Line fand ich gut, die Vorrunden-Flashback-Line fand ich ganz giftig so. Statisten-Line fand ich auch gut. Also ich habe mir auf jeden Fall mehr positive Lines bei Romantik hier notiert. Allgemein wirkte er ein bisschen giftiger so, ne? Giftiger, also, genau das ist es. Also Habeke wirkte so ein bisschen zu lässig, ein bisschen zu gelangweilt irgendwie. Naja, aber Habeke, das ist ja glaube ich auch so ein bisschen so sein Style, also es war halt so lässig Laidback-Flow so gewesen, ne? Und das fand ich eigentlich genau, jetzt auch nicht scheiße. Ich fand diese Angst-Line hat er auf jeden Fall gut geflowt so. Aber ich habe sie nicht ganz verstanden irgendwie. Ich mache einen Flow-Fehler und du bekommst Angst. Weißt du? Die Line ist mir auch beide Male aufgefallen. Ich habe sie nicht verstanden. Ja. Ja. Vielleicht kann jemand erklären. Also, ich habe mir da auf jeden Fall noch... Digga, was war das denn, Digga? Mit dem chilliger, mehr so sein Style. Überraschung, wer war das denn? Mir hat aber dieses giftige, aggressivere deutlich mehr gefallen und das... Ja, das gehört ja dann auch mit zur Bewertung. So. Das hat mir einfach mehr zugesagt. Sehe ich da an der Stelle auf jeden Fall genauso. Trotzdem ein stabiles Battle so und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ne? Dexis würde wieder sagen, kam cool rüber. Kam richtig so. Cool rüber. Ich schaue gerade nochmal rein. Hier hat nämlich gerade nochmal einen reingeklöbelt. Hype Pinello macht hier mit 9,99 € die Zahl wieder ungerade auf 1299,99 €, aber 65%. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Doni da so, an dieser Stelle. Wie viele Tage sind es noch bis zum Zielende? Es sind noch 21 Tage. 21 genau. Tage. Ja. Die ist auf jeden Fall noch machbar. Guck mal, Dusi hat gerade geschrieben. Ich weiß noch, beim letzten Ziel, da haben wir... Da haben sie auf einmal alle den Sack zugemacht und noch weit vor Ziel. Guck mal, Dusi hat gerade geschrieben, für mich Turnier vorbei, seit AJ hier nicht gewonnen hat. Ja, Dusi, ich habe AJ gefeiert seit Sekunde 1. Muss ich ganz klar an dieser Stelle nochmal sagen. So, ich hätte ihn auch gerne weitergesehen, aber es hat halt, wenn du dir das Battle anschaust, es hat halt leider nicht gereicht. Aber Dusi, man muss auch dazu sagen, er hat ja bisher nur bei uns ist nicht geschafft. Das heißt ja noch nicht, dass er aus dem Turnier raus ist. Also er kann das Ding ja noch reißen. Also wir haben ja jetzt nicht das Turnier entschieden. So, wir haben eine einzige Jurystimme abgegeben jetzt hier. Trotzdem ist es natürlich hart, wenn unser Held hier gehen muss.